Ich stehe jetzt hier auf dem Parkplatz vom TÜV Bilderstöckchen, weil ich habe gleich um 12.35 Uhr Prüfung. Eine Prüfung habe ich heute nur. Diese Woche habe ich drei Prüfungen, an verschiedenen Tagen jeweils eine. Jetzt habe ich nochmal am Donnerstag eine, 7.30 Uhr, aber jetzt erstmal gleich um 12.35 Uhr die nächste Prüfung. Das Besondere an dieser nächsten Prüfung ist, dass der Fahrschüler schon eine ganze Zeit jetzt nicht gefahren ist. Ihr wisst ja, ich bin immer so einer, der sagt, also wenn ihr wisst, wann ihr Prüfung habt, und das dauert noch ein, zwei, drei Wochen, dann sollte man mindestens einmal pro Woche fahren. Der Fahrschüler ist jetzt, stopp, zwei, drei Wochen nicht mehr gefahren und ich bin mal gespannt, was das gleich bei der Fahrprüfung gibt. Aber ihr seid die Ersten, die es erfahren. Also, Fahrprüfung gleich um 12.35 Uhr. Ergebnis gibt es denn in der Fahrlehrersprechstunde oder vielleicht nochmal in einem speziellen Video später. Also, seid gespannt. Bis dann.